Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Plauderei hier bei Stefans Dufte Plaudereien. Ja, ich habe mir ja vor ein paar Tagen oder letzte Woche den neuen Duft von Zara, den Sam Woody, hier zugelegt, besorgt. Und ja, habe den jetzt vorhin, jetzt mal vor anderthalb Stunden, oder eine gute Stunde, sagen wir mal, ausgepackt, habe mal aufgesprüht, großzügig. Und einfach sagen wir mal zum Testen, mal zu gucken, wie der riecht, wie der duftet. Das sind ja so einige Vergleiche dazu, jetzt auch im Raum, ja, so. Es soll ja auf jeden Fall dem Alexandria 2 von Xershoff sehr ähnlich sein. Das behauptet zumindest, oder sagt zumindest, der liebe Kerl von Grauton. Ich habe leider seinen Namen nicht. Ich kann ihn nicht sagen. Also ist ein ganz lieber Ossi. Sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Solltest du mich hier mal gerade mal sehen. Liebe, liebe Grüße an dich. Ist ein ganz lieber, netter Kanal, muss ich sagen. Und dessen ausgebildeter Parfümeur. Und ich denke, der versteht auch sein Handwerk und versteht auch was von Düften. Also anders als ich hier, der so als blutiger Laie hier nur so die sehr subjektiven Meinungen und Eindrücke hier vertreten kann. Jo, genau. Zur Präsentation. Hier ist die, ist mein erster Duft von Zara, muss ich sagen. Und wusste vorher nicht, wie der so aussieht, keine Ahnung. Also von der Verpackung her ist er so eine braune Pappschachtel, eigentlich so nichts Spektakuläres. Was ganz gut ist, ist hier, ich muss mich nicht groß vorbereiten, weil da steht nämlich schon die Duftpyramide drauf. Ist sehr praktisch. Jo. Von daher, wenn ich jetzt hier die Duftpyramide angegeben habe, also direkt vom Hersteller, vom Produzenten, dann gehe ich mal davon aus, dass das auch so seine Richtigkeit hat. Genau, so schlicht und einfach kommt auch der Flakon her. Wie gesagt, es ist mein erster Duft. Ich habe den jetzt noch, klar, natürlich kenne ich Zara-Düfte, ne? Aber ich hatte bisher noch nie so die, keine Ahnung, keine Ambition gab, groß da von Zara Düfte zu holen. Ich habe den jetzt zufällig, wie gesagt, auf Grauton, auf seinem Kanal, das gesehen und dachte mir, oh, hopp, das hört sich jetzt ganz gut an und holte den mal, ja, genau. Schlichtes Design, könnte man sehr, sehr gut, muss ich sagen, mit dieser schönen Plastik, also ist eine Plastikkappe, klar, aber so, ich denke, das sehen die überwiegend auch aus. Es gibt zwar, ich habe auch bei Zara gesehen, andere Formen und andere Duftlinien, und ist eine Eau de Parfum-Konzentration, was jetzt das WO-01, was dann genau bedeuten soll. Also ich bin jetzt da kein Zara-Spezialist oder kein, ich kenne mich nicht so aus mit denen, also vielleicht mag der eine oder andere, die eine oder andere von euch wissen, was das da vorne zu bedeuten hat. Ist ja hier auch auf der Schachtel so drauf. Keine Ahnung, ja, ist ja auch wurscht. Genau. Nee, wie gesagt, also der Flakon kennt man sehr gut, ist sehr schlichtes Design und der Preis übrigens gefällt mir auch sehr gut. Der kostet 18 Euro, also 17,95. Gut, 4 Euro Versand kam noch dazu. Solltet ihr in der Nähe bei euch noch einen Zara haben oder sowas, dann könnt ihr das eventuell auch direkt im Laden wahrscheinlich auch besorgen, ohne Versandkosten. Keine Ahnung. Was ich allerdings weiß, ist, dass von Zara die Düfte, wenn die erstmal eine Weile da sind oder eine kurze Zeit, sind die auch schnell wieder weg. Also ausverkauft. Ja, ich habe vor kurzem jetzt, vor einigen Wochen oder sowas, hat dann der Sense for Chance oder wie er heißt, der Chris heißt er, glaube ich, aus Hamburg, kommt der kommt aus dem hohen Norden, glaube ich, oben da raus, so verschiedene Zara-Düfte vorgestellt. Ich habe die jetzt mal wieder, kaum habe ich die, hat er die vorgestellt, waren die schon wieder weg eben bei Zara, also im Online-Shop zumindest. Also aktuell gibt es den wohl noch, ich habe jetzt aber niemals nachgesehen, ich habe jetzt, wann habe ich nachgesehen? Die Tage, habe ich nochmal geguckt. Deswegen habe ich gesagt, okay, weißt du was, komm, ich stelle dir das mal schnell vor. Wie gesagt, die sind dann schnell weg und dann mache ich hier das Video und dann sagt ihr, was macht denn der Stefan hier? Der sagt dir jetzt, hält uns jetzt den Duft vor die Nase und ich kriege den gar nicht mehr. Egal, okay. Ja, wie gesagt, ich habe es gesagt, Xershoff Alexandria 2. Und wie gesagt, Grauton auf dem Kanal, der hat das so bestätigt,
dass er wohl sehr, sehr nahe an den Alexandria 2 rankommt, wohl aber nicht diesen heftigen Wumms hat. Er ist also nicht so ganz so raumgreifend, so erschlagend, so heftig und dass du nach 2 Tagen immer noch dann den Duft auf dir trägst quasi und quasi mit der Kernseife und Wurzelbürste dir das runterwaschen musst von der Haut. Er hat für sich so, also ich kann jetzt nur sagen, was er wiedergegeben hat, diesen Duft mag er eher, weil der Duft eben etwas wesentlich leichter ist und ja, einfach ja, nicht diese mega Haltbarkeit hat. Ne? Also was ja immer manchmal so sagt, ah, wie lange ist der haltbar und so weiter und so fort. Der sagt dann, ne, ah gut, okay, also der ist jetzt tragbarer auch. Ne? Genau, das ist auch so mein erster Eindruck jetzt gewesen oder ist auch mein Eindruck jetzt von dem Duft. Ich kenne den Alexandria 2 von Xerjowitz im Original nicht, ich kann es jetzt nicht sagen. Ich muss mich jetzt darauf verlassen, was jetzt so der ein oder andere hier davon sagt. Für mich ist der Duft sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Es ist ein holziger Duft. Von der Duftpyramide her, wie gesagt, sehr praktisch, dass die da auf dem Karton schon steht. In der Öffnung haben wir Lavendel und Zimt. Dann haben wir in der Basis noch weiße Blumen, Zedernholz und Moschus. Das ist hier auf Englisch drauf, deswegen war ich ein bisschen gerade hängen geblieben. Dann in der Basis haben wir noch trockenen Amber, Oud und Vanille. Ja, der Duft ist relativ linear, also der verändert sich nicht unbedingt so. Ich habe hier mal den Freund von einer Stunde hier draufgetragen. Ja, also der bleibt relativ gleich, so von seinem Charakter her, ne? Wobei hier auf der Haut nochmal anders da riecht, logischerweise, weil die Haut ist warm. Da können die Moleküle natürlich ganz anders da arbeiten als hier auf so einem kalten Teststreifen. Hier riecht er nochmal ein bisschen weniger intensiv, sage ich das mal. Ne? Ja, genau. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Ja, also man sieht es ja schon an der Flüssigkeit her. Der ist sehr hell. Ja? Der hat in meinen anderen Kommentaren, die ich jetzt so, ich habe zu meinem letzten Video zum Oudin von La Taffa, den habe ich euch ja jetzt im letzten Video hier vorgestellt. Oder den in Zusammenhang mit dem Ameral Oud Intense, der so in diese gleiche Schiene geht, ne? So Bild diese ähnliche Richtung hat. Ne? Und irgendwie hat mir dann auch geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt war, ein lieber Zuschauer vorhin auf jeden Fall, dass der Ameral Oud Intense eher so in den, auch in den Alexandria 2 Richtung gehen soll, kann ich jetzt nicht bestätigen. Also das kann ich jetzt überhaupt nicht bestätigen. Also wenn ihr schon seht, die Farbe vom Flakon her ist schon, vom Duft her ist komplett anders. Was ihm hier nicht hat, sage ich mal, das ist ja jetzt, hört sich immer so ein bisschen negativ an, wenn man sagt, ja, ihm fehlt dies und das und er hat nicht das und das. Das hört sich, also nee, also soll er nicht negativ gemeint sein. Ihm fehlt diese Raurigkeit, ne? Dieses Dunkle, dieses, das ist wesentlich kräftiger, wesentlich, weniger alltagstauglich, sage ich mal, oder so, oder nicht so unbedingt für die breite Masse. Der ist jetzt wesentlich hier, der Sambudi, sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Also wesentlich tragbarer, auch was so die größere Gruppe betrifft, vor allen Dingen auch Männlein, Weiblein. Also das ist ein sehr Unisex-Duft, muss ich sagen. Ich sprühe das hier nochmal auf. Der Sprüher allerdings ist ein bisschen, also meines Erachtens nach ein bisschen schwach. Es geht, es ist okay, es ist so in der Mittelding, ne? Ist aber okay, mein Gott, für den Preis, 18 Euro, okay. Wobei, ich habe schon auch von La Taffa günstigere Düfte, die einen wesentlich besseren früher haben, gehabt, ne? Ja, also, wie gesagt, ihr könnt auch da ruhig ein bisschen mehr sprühen, weil der ist wirklich nicht so kräftig. Also, was ihr als allererstes auch merkt von der, ist natürlich die Öffnung der Lavendel. Ne? Der Lavendel mit dem Zimt zusammen. Ne? Das ist eine sehr schöne Kombination, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, ab und zu mal kriege ich hier auch so ein paar Lavendel-Vibes noch hoch. Ne? Also er changiert so ein bisschen. Ne? Dadurch, dass er auch nicht ganz so sich verändert von der Duftpyramide her. Ne? Also es geht jetzt nicht so, ich drehe die mal hier rum, dass ich hier Blick halte und hier meine
Duftpyramide vom Karton her. Und man merkt gleich, dass es, was den anderen wiederum hier definitiv fehlt, sind auch hier, die haben ja keine blumigen Noten drin. Da sind keine Blüten drin, das sind bloß, ja gut, Orangenblüten waren da, glaube ich, drin, irgendwie was. Aber das macht das hier nicht aus. Das sind ja die weißen Blumen, die weißen Blüten hier. Der Flowers heißt ja, keine Blossoms, also Blumen. Die den ganzen Duft so ein bisschen in die Höhe heben. Etwas leichter machen, etwas tragbarer, viel mehr tragbarer machen vor allen Dingen. Ah ja, also es ist, und dieses Unisex, den Unisex-Charakter dieses Dufts auch nochmal ein bisschen unterstreichen hier dabei. Ne? Sehr schön, muss ich sagen. Also es ist aber kein blumiger Duft. Braucht jetzt keine Angst zu haben, ihr Kerls da vorne dran, die sagen, Blumen, ne, mag ich es nicht. Da habt ihr, also braucht ihr keine Angst zu haben. Es ist eine sehr schöne, ein sehr schöner kombinierter Duft, muss ich sagen. Auch wenn in Dry Down hier so das Oud drauf ist, auch, also ich, mit dem Wort Oud habe ich jetzt ein Problem ein bisschen. Ne? Also es ist ein Holzduft. Ne? Es ist, wie gesagt, in der Mitte des Zedernholz. Durch den trockenen Amber kommt es nochmal ein bisschen, wieder auch nochmal, ist das Holz auch ein bisschen trockener. Also es wirkt, der Duft wirkt auch so ein bisschen trockener. Ja, also wie gesagt, also hier jetzt in der, wenn man den frisch jetzt sprüht, so, hat so eine gewisse Frische drin. Und jetzt hier auf der Haut hat er, ist er ein bisschen anders da. Da ist er ein bisschen ein Ticken intensiver für mich, für meinen Eindruck. Da hat er ein bisschen mehr Süße von der von Blüten her, gehe ich mal davon aus. Im Drydown, oder hier, ja, das ist wie gesagt eine Stunde alt oder immer eine Stunde. Da ist nochmal, gut, da sind nicht mehr so ganz diese, wenn ich jetzt mal hier schnuppern nochmal. Da geht er mehr so in das Holzige rein. Also da verschwinden so ein bisschen die blumigen Akkorde, verschwinden so ein bisschen in den Hintergrund rein. Ne? Also, da muss ich aufpassen, das war da, ja genau. Ne? Das ist dann, ja, da wird er holziger. Ne? Klar, da wird er ein bisschen trockener, ein bisschen holziger. Die Vanille tut wahrscheinlich auch so ihr, das ihre dabei, dazu beitragen, dass der Duft auch ein bisschen noch eine gewisse Süße hat nochmal, ne? So ein bisschen so eine leicht, aber ganz, ganz leicht. Also es ist definitiv kein süßer Duft oder so. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also für mich jetzt, für meine Nase zumindest. Ne? Und ich habe jetzt vorhin auch hier aufgetragen, habe allerdings dann ganz vergessen, heute, ups, mein Ring. heute Morgen hatte ich den Hayati hier, den Gold Elixir aufgetragen. Und ich war heute im Homeoffice zu Hause, habe gedacht, ich habe mal Lust, hier auf mein Goldschätzchen hier aufzutragen. Ich habe das, und der hält sich ja sehr lange bei mir auf der Klamotten hier drauf. Ne? Habe den vorhin den hier drauf gesprüht. Jetzt ist so eine schöne Kombination aus Samwoody und dem Hayati hier drauf. Von daher ist aber, ja, sehr schön. Also können wir übrigens sehr gut, ja. Lässt sich gut kombinieren. Offensichtlich. Ja, genau. Hin und wieder habe ich vorhin auch so den Eindruck gehabt, dann, da ich dachte, oh, da kriege ich mal so, er scheint so ein bisschen zu changieren hier, also kommt mir jetzt ein bisschen so vor, weil ich dachte, ups, jetzt habe ich da wieder ein bisschen so einen Lavendelduft wieder in der Nase gehabt, dann also was Florales wieder, ne? Und ja, also er ist, wie gesagt, zu dem Oudin jetzt, oder zu dem Amiral Oud Intense, wie gesagt, das sind, man kann die nicht vergleichen miteinander, die sind komplett anders, ja. Also sie, der geht natürlich in dieser, auch in so eine holzige Richtung, ne? Diese, ne? Hat er ja auch, ne? Aber dieses Dunkle, dieses Raurige fehlt hier einfach. Also, ne, da. Ne? Das, wie gesagt, also das sieht man schon, also blinder mit Krückstock, ne, sieht das schon, kann man sich natürlich schon denken, ne, dass das ein anderer Duft ist. Ne? Also wenn das so dunkel ist, so dieses Bernsteinfarben hier und gegen das hier fast schon, naja, so ein bisschen so ganz, ganz leicht bräunliche, da weiß man schon, okay, wo da die Reise hingeht. Ja? Von daher, wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein, ja, ein sehr, sehr, wie gesagt, ein sehr gut tragbarer Duft, ein ganz sehr tragbarer Duft für meine Empfinden her. Nicht der, klar, der Winterduft jetzt per se, aber ich denke, man kann ihn auch durchaus im Winter tragen.
Wie gesagt, Mann, Frau kann ihn tragen. Mein Gott, und ich weiß nicht, ob der jetzt so ewig lang hält, jetzt, ob der jetzt so ein Biest scheint immer nicht zu sein, gehe ich mal auch nicht davon aus. Ist aber für mich auch jetzt auch kein Problem für 18 Euro. Mein Gott, normal, wenn der jetzt, wenn der hat nach, bei einem oder einer nur 4 Stunden hält, beim anderen nur hält er vielleicht 1-2 Stunden länger, das sowas. Ich arbeite Teilzeit, für meine 6 Stunden am Tag langt das vollkommen. Und mein Gott, nochmal, dann sprüht man halt nochmal drüber. Bei dem Preis macht es ja nichts aus. Ja? Da kommt es bei mir immer auf den Duft drauf an. Quält er mir nicht. Und wie gesagt, es ist immer so eine Sache, auch was so die Projektion betrifft und so weiter. Ich schätze jetzt mal, dass der nicht so unbedingt das Projektionsbiest ist hier. Und kann er auch nicht sein. Also wie gesagt, er ist ein relativ leichter voll, ist fast so ein bisschen, den könnte man fast so auch im Sommer tragen. Also hier auf jeden Fall, also der hat diese, durch dieses Blumige, durch diese Lavendel-Geschichte ist der sogar, ja, denke ich, fast schon auch im, also sind bei, müsste ich jetzt mal testen nochmal, im, also bei 30 Grad, ich weiß nicht, ob ich den, aber zumindest am Abend so, wenn es ein bisschen kühler ist, dann kann man den auf jeden Fall gerne, sehr gerne tragen, denke ich. Also das, deswegen sage ich auch, das ist ein, also dieser hat eine gewisse Leichtigkeit drin, dieses hat auch so diese Frühling-Sommer-Vibes auch ein bisschen durch diese floralen Noten vor allen Dingen halt, ne? Was wie gesagt hier, dem hier komplett abgeht hier. Das, also wie gesagt, das könnt ihr ganz vergessen hier, den. Also. Und wie gesagt, das mit dem Alexandria 2 bei dem Ameal Oud Intense, nee. Also das es kommt, wie gesagt, wenn der Alexandria 2 tatsächlich so viel, viel kräftiger ist, nochmal ein bisschen, also von der gleichen Dufte ihn ja, aber ein bisschen mehr Power hat, ne? Klar, dann ist der wahrscheinlich auch so nicht unbedingt jedermanns Geschmack. Kann ich mir vorstellen. Der ist jetzt, wie gesagt, ja, ein Crowdpleaser fast schon, muss ich sagen. Und genau. Ja, genau. Eigentlich war es das jetzt schon. Mehr wollte ich jetzt euch gar nicht sagen. Wie gesagt, wenn ihr den haben wollt, greift möglichst schnell zu. Weil, wie gesagt, ich, meine Erfahrung ist dann immer, dass da bei Zara Ausverkauf drin steht. Ich weiß es allerdings nicht, ich kenne nicht die Philosophie von Zara, muss ich sagen, ich kenne mich da jetzt nicht ganz so aus, weiß es nicht, wie schnell oder ob da überhaupt dann, also das kann ja nicht sein, dass der dann nicht wieder kommt, also, oder diese anderen, diese, wie heißen die anderen, das Blooming Oud, diese blauen, also diese so blaue Flakons dann, ne? Die sind alle ausverkauft im Moment, ne? Steht drin, ne? Wo ich denke, naja gut, also, und das war jetzt erst vor ein paar Wochen, ne? wo die vor gestellt worden sind, also Ende oder das Ende des Jahres sogar, letzten Jahres, wo ich denke, kann ja wohl nicht sein. Ne? Also ich, wie gesagt, ich bin mit Zara da nicht, kann ich es euch nicht sagen. Ich weiß bloß, dass man, wenn der mal da ist, der Duft, dass die schnell weg sind. Von daher, gut. Ja, okay, gut. Dann war es das schon hier wieder für eine kurze Plauderei hier. Ja, denke, wir sehen uns dann wieder hier auf dieser Stelle, an dieser Stelle zur gleichen Zeit, gleichen Welle. Nee. Und wünsche euch alles Gute noch und habt eine gute Zeit und ja, bis demnächst und ciao und tschüss.